dazu beitragen, dass auch von der sozialdemokratischen Seite aus mit sozialdemokratischem Akzent deutlich gemacht wird, wie machen wir ein Programm, das jetzt zeitgerecht, das zielgruppengerecht, das auch gebunden an Erwartungen, die man an diejenigen hat, die mit Steuergeld gestützt werden, dass auf diese Art ein zeitlich befristetes Programm anläuft, das unsere Wirtschaft wieder stützt, das Arbeitsplätze schafft und das vor allen Dingen auch die Gelegenheit nutzt, die jetzt eine Krise gibt, nämlich auch in Weichenstellungen neu zu stellen, etwa in der Automobilindustrie oder in anderen Bereichen, damit wir auch nach der Krise zukunftssicher und zukunftsfest sind.